Kartenspiel zu. Gucken wir mal. Na, ist immer noch eine schlechte Leitung, ne? Jetzt sieht es aber gerade ein bisschen besser aus. Aber steht immer noch, dass es instabil sei. Apropos, ich wollte mal kurz mit dem Schwefel gucken, ob der sich hier im Karton anhäuft. Das sieht ganz gut aus. Jetzt ist es bald voll, das macht nichts. Ich hoffe, dass es jetzt stabil läuft, ehrlich gesagt. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus mit der Batterieproduktion. Gucken wir, steigen wir mal hier aufs Dach. Ich sehe nur grüne Lämpchen. Grüne Lämpchen gefallen mir sehr gut. Wir haben hier eine ziemlich übertaktete Geschichte tatsächlich. Lass mich mal los. Hallo? Hallo? Oh oh. Oh, knapp. Überliegen noch die Alien-Organe rum. Ich glaube sogar, dass wir mit 200% Batterien produzieren. Kann das sein? Jo, mit 200%. Es ist alles, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ziemlich ausbalanciert. Und das ist eine ganz interessante Kiste tatsächlich, wenn man an sowas Spaß hat. Hallo, The Barking Pen! Weil hier der Mixer und die Produktion von dem Aluschrott, dem Zeug hier, die geben nämlich Wasser ab. Und die Aluoxidproduktion, die wir hier da drin haben, und die Schwefelproduktion, Schwefelsäureproduktion, die nehmen nämlich Wasser auf. Und das ist ganz spannend, das Ganze auszuklambüsern. Das ist mit der Pumpe, die da hinten irgendwo pumpt. Die ist, glaube ich, völlig übertaktet mit 250% oder was. Dass das gut hinkommt. Aber ich habe das heute Nachmittag in Kleinstarbeit mit Papier und Stift sozusagen. Nein, digital im Word-Dings. Habe ich noch gar nicht gesehen. Habe ich das sozusagen ausbalanciert. Und ich glaube, das, was wir jetzt versuchen, ist unsere Stromproduktion noch mal ein bisschen abzusichern, weil wir haben jetzt eine Maximalproduktion. Wenn alles anspringen würde, was wir haben, alles geht auf einmal an, kommen wir auf 2759. Wir produzieren aber derzeit 2149. Das bedeutet, dass ich gerne ein paar, wie heißen die Kraftwerke hier? Treibstoff oder wie heißen die? Strom. Treibstoffgeneratoren dazufügen möchte. Jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Ich glaube nämlich, wir haben da hinten noch eine unbenutzte Kohlequelle. Allerdings fährt da, wenn ich mich recht erinnere, der LKW durch. Bruno. Lila Elektroschnecke. Wie viel? 7 haben wir noch. Das würde sich ja fast lohnen, die irgendwie zu ernten. Ist da hinten auch irgendwie eine? Irgendwas leuchtet da so blau. So ein blauer Pixel. Wir bräuchten da aber, glaube ich, auf jeden Fall eine Ölpumpe. Ups. Öl. Produktion. Da. Ölpumpe. Holen wir uns erstmal den Krams aus unserem Lager. Hier scheint ja jetzt erstmal alles ganz gut zu laufen. Also die Batterieproduktion. Momentan kriegen wir hier wie viel raus? 40 pro Minute. Was, wie gesagt, das ist eine 200%ige Produktion. Und von den Batterien verbrauchen wir derzeit
ich glaube, 10 pro Minute oder was? Oh, gerade mal 2,84 pro Minute. Also ziemlich wenig. Ich weiß nicht, wo der hier die ganzen Batterien hinmacht. Ich finde das so gruselig, dass ich hier das Förderband mal kurz abbaue. Dass ich das hier hinten drin ansammeln kann. Batterie darüber. Hä? Die Batterien verschwinden einfach. Nee, doch nicht. Sollten sie sich hier langsam ansammeln? Ja. Weil dass die einfach verschwinden, dafür habe ich hier nicht aus... Also dafür habe ich nicht unterzeichnet. Wie die kleinen Zinnsoldaten. Oder zittert schon. So. Ich frage mich, wie das Lied heißt. So. Gucken wir mal, dass wir mit dem Schweberucksack hier vorankommen. Und danach... Ach so, Schweberucksack erstmal oder erstmal... Haben wir da diese komischen Platten eigentlich genug? Diese... Wie heißen sie noch? Allglatt-Aluminiumplatten. Haben wir überhaupt nicht genug. Haben wir sogar extrem wenig. Und die haben wir auch nicht in der Produktion. Die habe ich bis jetzt mit Hammer und Meißel sozusagen gedengelt. Mit Hammer und Amboss meine ich selbst verfreilicht. Und von daher müssen wir mal schauen. Oh, guck mal, wer sitzt denn hier und trinkt den Tee? Wie immer. So, packen wir das schon mal weg. Flup, flup. Was ist das? Computer. Wir können diese Platten natürlich hämmern, was allerdings so ein klein bisschen uncool ist, oder? Hallo? Was haben wir hier? Warum kommen hier keine Motoren mehr raus? Irgendwas stimmt hier nicht. Hier fehlt was. Hm? Habe ich das abgeschaltet? Wieso machst denn du nichts? Hä? Warum gehen denn die Drähte hier nicht rein? Ach so, die Drähte sollen darüber gehen. Hm. Naja, gut. Auf jeden Fall läuft die Produktion weiter. Wie viel brauchen wir? 200? 200. Alter, was ist hier denn los? 200. So, und wie viele Motoren brauchen wir hier? 75. So, das müsste also an Motoren jetzt erstmal ausreichen. Damit ich nicht zu viel nachdenken muss, werden die erstmal abgegeben. So, das überfordert mein wochenendliches Gehirn. Und zack. Computer und schwere Stahlgedöns. Einmal aufs Dach bitte. Bin ja mal gespannt, wie viele Computer da sind. Ich glaube, habe ich die Produktion nicht umgestellt? Kann das sein? Nee, er macht weiter, Computer. Wie viel haben wir denn jetzt? Uiuiuiui. Wie viel brauchen wir? 100? Flop. Flop. Und hier die 26, weil wir die ja da für die Geschichte brauchen. Und dann schwere Stahlrahmen. Warum sagt mir denn keiner, dass... Ich habe das abgeschaltet. Wahrscheinlich, weil ich hier irgendwie Platinen sammeln wollte. Aus welchem Grund auch immer. Ich glaube,
Ich wollte Platinen sammeln, weil ich damit, wie heißen die Dinger? Speed irgendwas? Was ist hier? Alugehäuse. Wo packen wir die denn hin? Da, bitte sehr. Alugehäuse, kannst du noch ein paar von den Flugdingern bauen. Und Quadroszillatoren, Quarzoszillatoren, die müssten wir auch per Hand produzieren, wenn das hier weitergehen soll. Fump, fump. So. Oh, ich war gerade da oben, habe aber die schweren Rahmen nicht mitgenommen. Ist das richtig? Kann mir einer erklären, warum? Kann mir einer erklären, was das von mir soll? Warum tue ich das? Einfach, weil ich gerne mit diesen Rohren reise. So. Lass mich... Oh, na gut. Laufe ich halt dran vorbei. Aha. Hier kommt offensichtlich gleich was rausgeschossen. So. Brauche ich die... Die brauche ich auch. Nehme ich mir hier nochmal einen zusätzlich mit. Da kommt wieder was. Dong, dong. Ja, also ich habe mich so ein bisschen entschieden. Ich schaffe es nicht, das ordentlich aufzubauen, dass alles so maschinell produziert wird. Stattdessen klöppel ich ab und zu mal was per Hand. Das ist auch völlig okay. Jetzt brauche ich hier von diesen Platten noch. Da bräuchte ich aber die Barren und die habe ich nicht, richtig? Hallo Barren. Aber ich habe noch die hier. Und das müsste eigentlich reichen. Ich glaube, ein Kupfer und drei Alubarren braucht man, um drei von diesen... Wie heißen die? Ich kann mir das nicht merken. Highspeed-Anschluss, das war übrigens das, wofür ich die Platinen brauchte. Alklat, Aluminiumplatten. Alklat. Ja, ja, ja. Die produzieren wir. Dann machen wir uns einen geilen Schweberucksack. Und dann gehen wir Richtung Ölbögen. Und wir müssen unsere... Wir müssen unsere Stromprodukte... Ich wollte gerade sagen, bin ich überhaupt richtig? Da gibt es keinen Weg zurück hier. Wir müssen unsere Stromproduktion dringend erweitern. Und ich überlege tatsächlich, ob wir... Richtung Atomkraftwerk auch gehen könnten. Weil bis jetzt war noch kein Stromausfall. Bis jetzt war noch kein Stromausfall. Vielleicht wäre das tatsächlich ganz, ganz interessant. Ich weiß, dass ich das Atomkraftwerk bis jetzt noch nie gebaut habe, weil ich es einfach... Moment. Eins, zwei, drei. Alklatt. Da, 300 Stück. So, ich gucke währenddessen nebenher mal Wiki Satisfactory. Und gucken wir mal Atomkraftwerk, ja, Atom... Atomic. Oh Gott, ich habe es falsch geschrieben. Atomic habe ich geschrieben. Atomic. Gibt es das nicht auf Deutsch hier? Das Satisfactory Wiki? Wo kann ich denn hier suchen? Da. Power. 400 Results. Das ist ein bisschen viel. Nuclear Power Plant. Nuklear. Nuklear. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Das Nuclear Power Plant. Da brauche ich Uranium Fuel Rods. Oder Plutonium Fuel Rods.
Wo baue ich die denn? In der Manufaktur. Da bräuchte ich aber die Uranium Cells. Und für Plutonium bräuchte ich was? Also ich brauche auf jeden Fall Plutonium oder Uranium Cells. Und wie kriege ich die? Mit Uranerz. Ach du heilige Scheiße. Wow. Das ist ziemlich hart. Also, dass man Uranerz baut, das war ja irgendwie klar. Und dann braucht man Zement, das ist auch in Ordnung. Aber dann bräuchte man Schwefelsäure. Und das ist nicht so ganz leicht zu bekommen. Außer ich baue das da hinten, wo der Kohlesee ist. Aber da müsste dann halt auch irgendwo... Uiuiuiuiui. Da müsste dann halt in der Nähe irgendwie Uran sein. Und ich kann es noch nicht mal... Ich kann es ja noch nicht mal scannen. Fump. Gucken wir gleich mal. Und ich guck mal Plutonium. Was bräuchten wir da? Plutonium. Für Plutonium-Cells brauche ich Plutonium... Pellets, ja, das ist ja super. Und wo kriege ich die her? Ach du Schande. Uran-Waste. Uran-Dingens. Das sind Dinge, die kenne ich ja alles nicht. Eieieiei. Okay. Kein Problem. Geben wir erstmal die Platten ab. Aus dem Weg, ich bin Arzt. So, das ist natürlich eine ganze Menge an Krams. Das gebe ich zu. So. 3, 2, 1. Und. Milestone. Ab geht's. The Hoverpack enables aerial overview of all powered factories, as well as easy transport across multi-level buildings by wirelessly connecting to the power grid. So, was brauche ich denn hier für den Schweberucksack? Da habe ich alles. Abgefahren. Einer für mich. Und einer für The Walking Pen. Walking Pens Schweberucksack kommt hier rein und meinen ziehe ich mir an. Hat ein bisschen gedauert, bis ich mit dem warm geworden bin. Aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, ist er eigentlich ganz cool. So. Was brauche ich jetzt? Die Computer habe ich aufgegessen. Müsste, glaube ich, reichen, ne? Okay. Turbodraht bräuchten wir, wenn wir das wirklich machen. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Schalten wir einmal kurz aus und wieder an. So, Turbodraht. Nehmen wir uns mal ein bisschen was mit. Und Gummi. Können wir auch gleich mal gucken, ob da wieder alles verstopft ist. Ich komme. Und ich falle. Und ich schwebe. So. Okay. Es ist leider hier ein bisschen... Nee, verstopft ist es noch nicht. Nee, das ist alles so okay. Hier können wir mal... Ne, so richtig viel rausnehmen können wir hier nicht. Packen wir mal hier rüber. Wir gucken uns mal kurz den nächsten Milestone an.
Schutzanzug. Logistik. Und hier Atomkraft, ne? Supercomputer. Was sind das denn hier für krasse Sachen, ey? Stickstoffgasquelle. Ich glaube tatsächlich, dass ich für das Uran. Nee. Ist doch Schwefelsäure. Ich wollte gerade sagen, brauche ich da Stickstoffsäure, aber. Na gut, wir gehen dann gleich Richtung Logistik, weil das wird relativ leicht sein. Dann würde ich behaupten, dass wir jetzt einfach mal unsere Ölquelle, unsere letzte, weiter nutzen. Da können wir eine ganz entspannte Schnellreise hinmachen. Und dann bauen wir da unsere Ölkraftwerke und gucken mal, wie gut oder schlecht wir dann mit dem Strom dastehen. Was wir eigentlich auch noch gebrauchen könnten, wären mehr Elektroschnecken, gebe ich zu. Ja, wie man hier so rausgefeuert wird, ne? Auch ein bisschen was zum Heilen wieder. Da habe ich mich die letzten Sitzungen kaum drum gekümmert. Echsenhund! So, Ölquelle. So, da hinten ist nämlich noch eine ungenutzte. Da fährt aber wahrscheinlich unser LKW direkt drüber. Geht. Ist das hier hinten auch eine Ölquelle? Ach, bin ich doof. Jetzt weiß man auch, warum ich Sachen zum Heilen einsammeln muss. Oh oh. Ich habe immer noch diesen Anfangs-Xenosepper. Komm her, du Baneling. Einer geht noch, einer geht noch. So. Das war Nummer 1. Ach du Schande, das ist so ein großes Ding. Komm. Einer nach dem anderen. Mist. Ah! Ich hasse euch. Oh, er flieht. Darauf erstmal ein Pilz. Was macht denn der jetzt? Komm, komm. Au. So. Was ist denn das? Kupfererz. Na, Dicker. Piu, piu, piu. Hopp. Hast dich selber abgeschossen. Trottel. Komm her. Nicht da an die Bienchen. Oh, dass man da immer so weggeschossen wird. Oh, oh. So, das war's mit meiner Heilung. Oh. Oh, mir geht nicht gut. Reines Rohöl. Okay. Lief jetzt nicht so optimal.
Gehst du auch nochmal weg, oder wie? Ach du blöd, zack, ey, ganz mal. So ein Scheiß. So, jetzt brauche ich was zum Heilen. Und ich glaube, dann lege ich mich gar nicht mit dem an. So. Jetzt ziehe ich mal kurz meine Hosen wieder an. Nom, 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 nom. So, Essen. Wir brauchen Essen, 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 brauchen... Ah! Mist. Brauchen Essen, 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 brauchen Essen, Essen, Essen. Das wäre gut. So, das... Ah, ich könnte auch... Ich glaube... Den Spaß gönne ich mir. Ein Gewehr erforschen. Habe ich noch nie gehabt. Aber vielleicht ist das was Gutes. So. Rein damit. Wo ist denn die Bushaltestelle? Picking up multiple fix-it personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. Ach, da ist die Bushaltestelle. Flupp. Und von dem komischen Sphärending lasse ich mich nicht erpressen. Soweit kommt es noch. So. Also der Stream scheint jetzt wieder flüssig zu laufen. Ich weiß nicht, was es vorhin war. Am Kartenspiel wird es ja wohl kaum gelegen haben. Wir haben so unglaublich viel Schwarzpulver überall rumfliegen. Ja, was heißt überall? In der Kiste und in einem riesengroßen Container auf dem Schwefelberg oder vor dem Schwefelberg. Die Anlage ist völlig für den Pobbes. Die wird gar nicht benutzt. Alles gelb, alles überfüllt. Oh Gott! Hier auch. So, erforschen wir Le Gewehr. Wie der Franzose sagt. Le Gewehr. Et le Grand Guerre. So, zack. Wahrscheinlich hier. Ui. Warum... Warum sollte ich das wollen? Und was bringt mir das denn hier? Da wollen wir doch lieber unser Inventar vergrößern. So, Schwefel. Gewehr. Forschung. Dauert aber 3 Minuten, was ist das? Und Gewehrpatronen. Da brauchen wir 200. Das haben wir, glaube ich... hier in der Gefahrgutkiste. So. In der Zeit können wir uns hier ein bisschen ein paar Nüsschen suchen. Echsenhund! Nicht weglaufen! Oh. Ist er nicht niedlich? So, dalle. Njom. Mist. So. Lass mich durch. 3 Minuten, bis die Forschung abgeschlossen ist. Da hinten war wieder irgend so ein... Das Gute ist, die Ölquelle war rein. Also könnte es sein, dass die Ölpumpe da auch mehr rausschmeißt. Ich glaube, bis jetzt hatten wir die anderen 3 Ölquellen. Die waren, glaube ich, normal. Upp, da ist wieder was. Komm her. Gib mir die Nüsse. Irgendwie dachte ich gerade, ich hätte einen Echsenhund gesehen, aber...
Da ist der Beryllnussbusch. Hey, was denn? Geh weg. Schnell weg. Den Kollegen nehmen lasse ich mich jetzt nicht ein. Hey, Xibut! Was geht ab? So. Ey, was? Habe ich gerade Xibu gesagt? Hat keiner gehört. Moin Moin, wie man im Norden sagt. Obwohl, Moin Moin sagt man ja im Norden nur, wenn man viel Schnacker ist. Der normale Mensch aus Norddeutschland sagt Moin. Kann man übrigens den ganzen Tag sagen, nicht nur morgens. So, hier haben wir noch ein paar Nuts. Na, wirst du wohl ein bisschen schneller machen. Ach, es geht, weißt du. Ich habe jetzt in der Woche habe ich wieder gearbeitet. Dementsprechend bin ich nicht so viel vorangekommen. Und die ersten Drohnen fliegen, so viel darf ich dir schon mal sagen. Aber jetzt gerade bin ich dabei, dass ich das Stromvorkommen ein bisschen anreichern will, weil ich meine, bis jetzt hatte ich keinen Netzausfall. Aber wir haben einen Maximalkonsum, wenn wirklich alles anspringen würde, von 2,7 und produzieren 1,4. Und sagen wir mal, effektiv kommen wir wahrscheinlich relativ bald an die 2000 Megawatt ran. Und dementsprechend werde ich noch ein paar Treibstoffgeneratoren bauen wollen. Jawohl. Das ist so der Plan gerade. Aber da hast du wahrscheinlich gerade noch nicht geguckt. Ich wurde gerade von so einem dreckigen Spuckviech mit diesen Feuerbällen angegriffen und wäre da fast hops gegangen. Deswegen habe ich gesagt, okay, entwickeln wir das Gewehr. So, flop. So, was baue ich hier noch? Oh, das haben wir auch noch auf der Tasche. So. So, was muss ich denn jetzt für ein Gewehr investieren? Zeig mal. Wahrscheinlich da hinten, ne? Gewehrpatronen, was ist das? Für einen Signalisator kriegt man nur 5 Patronen. Das ist aber ärmlich. Und Gummi. Ja, endlich können wir mal Gummi für irgendwas benutzen. Und wo ist das Gewehr? Ah, hier. Schrauben. Schrauben gut. Schrauben haben wir. Schrauben haben wir so einen ganz leichten Überschuss. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Flupp. Danke sehr. Wo sind unsere Nüsse? Da. So. Achso, den... Ich muss ja gleich ein bisschen Platz für das Gewehr haben. Gummi habe ich gesagt, ja. Ein schlechter Sprung. So, Gewehr. Dong, 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 dong. Oh! Unsere Rohre gehen aus. Eieiei, habe ich mich erschrocken. Plötzlich fängt er hier an zu rülpsen. So, zack. Auf jeden Fall habe ich eine Batterieproduktion am Laufen. Die läuft schon mal ganz gut. Und wie gesagt, jetzt geht es gerade darum, ein bisschen Strom noch irgendwie... Was ist denn hier los? Meine Herren, die sind aber auch alle heute stinkig. Und dann wollen wir mal ein bisschen gucken, wie wir weiter vorankommen. Momentan glaube ich tatsächlich, es wäre sinnig, die Meilensteine voranzubringen. Apropos, wie ist denn das eigentlich mit meinen... Hier hinten müsste ich doch irgendwie was nachlegen. Kann das sein? Hier in diesen Container muss ich, glaube ich, die Platten reinlegen, damit hier die Modularrahmen produziert werden. Also richtig viele habe ich da noch nicht wieder reinbekommen. 1, 2, 3, 4.
So, dann kann das hier mal ein bisschen weiterlaufen. So, dann brauchten wir Gummi. Mitte. Nehmen wir uns hier mal ein bisschen Gummi. Und, ach, weißt du was? Wir können doch fliegen. So. Was haben wir denn jetzt wieder analysiert? Aha, mehr Kapazität. So. Ich hoffe, dass 25 Patronen jetzt erstmal reichen. Ich habe noch nie damit geschossen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Mit dem schönen Fixit-Logo. Schripp, schrapp. Okay. Okay, anvisieren muss ich offensichtlich nicht. Also ich meine, wie heißt das? ADS? ASD? Ich weiß es jetzt gerade nicht. So, dann holen wir uns mal kurz... nee, hier. ...300 Platten raus. Lass mich raus! Ich muss frei sein! Hier. Da haben wir auch eine leichte Überproduktion, muss ich mal ganz bescheiden zugeben. So, das packen wir mal hier rein. Flup, flup. Ach, da haben wir nicht genug. Gut, das müssen wir noch nachholen. Aber jetzt... Jetzt geht's erstmal zum... Ach so! Hey, kennst du eigentlich meine grandiose U-Bahn-Station oder Hypertube-Station? Da hinten geht's zum Weltraumlift, hier geht's zum See Energiezaret, zu Crystals Are Coming, Alu Dhabi und hier geht's zu den Ölbögen. Ja, fertig mit Alu kann man glaube ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich habe mit Alu angefangen. Okay. Also ich mache auf jeden Fall mit dem Alu eine Großproduktion an diesen seltsamen Schalen. Aluoxid brauche ich ja dafür und für die Batterien. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie wird das mit diesem Gewehr hier laufen? So. Hep. So, mein Freund, ich bin zurück. Oh, das hört sich jetzt aber armselig an, ehrlich gesagt. Puff. Aua. Stirb. Ja. Oh. Ich bin wieder fast gestorben an dem Mist. Nom. 15 Schuss reichen nicht? Ach du. Ja, ey, Aluschrott, ne? Aluschrott. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber da hast du völlig recht. Es ist ein bisschen übertrieben, was man da irgendwie rausbekommt. Ich hab den Aluschrott aber, glaube ich, auf 50% gedrosselt, damit ich den Rest in die Produktion der... Wie soll ich euch denn treffen?
Piu! Piu! Ja. Ah! Merkt man, ich bin ein versierter Escape from Tarkov-Spieler. So, Ölpumpe. So. Hier ist eine Menge Platz. Tut mir leid, du musst weichen. So, und den hier auch. Und jetzt guckt bitte keiner hin und keiner verrät das. Wir verstoßen gegen die Fixed-Linien. Zack, zack, zack. So. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie Strom rüberbekommen. Ich sehe keinen Strommast. Da ist einer. Oh. Na gut, nehmen wir den. Wie viel produzierst du denn? 240. Ich glaube, hier ist das so platt. Hier würde ich mir tatsächlich sogar die Fundamente sparen. Was? 50 Treibstoffgeneratoren? Hallo? Bist du völlig verrückt? Kommt mir noch einiges auf mich zu. Ich dachte, ich wäre fast fertig. Ja, mit dem Atomkraftwerk hatte ich das schon gesehen, also dass man da einiges für noch zu produzieren hat. 240. So, geh mal weg. Wie machen wir denn das schick? Ich würde sagen, machen das hier so schön raus. Dann gehen wir irgendwo hier hinten hin. So. Falls ich das irgendwie übertakte, mache ich das gleich schon mal hier mit so einem großen Gedings. So. Überlegen. Treibstoff? Treibstoff? Muss ich wahrscheinlich erstmal an Strom anschließen. Treibstoff? Hallo? Wieso ist ja kein Treibstoff? Was stimmt denn hier nicht? Ach, oh nee, oh nein. Ach, ich bin so ein... Hast du nicht gesehen? Habe ich da genug Krams, ja? Ach Gott, oh Gott. Ich werde einfach alt. Meine Frau würde wahrscheinlich sagen, ich bin es schon, aber... So.
that what you call a brain lag? Ja, aber irgendwann, du hättest das eigentlich einfach so unkommentiert lassen können und irgendwie so in 2 Stunden oder so hätte ich dann irgendwie gedacht, ey, jetzt habe ich es kapiert. So. Treibstoff. Was ist denn das hier eigentlich? Wie kann man denn... Kann man das irgendwie automatisieren? Dass man hier diese festen Biotreibstoffe... Nee. Ja. Dann ist das hier eine super Sache. Super gut. So, 60 Rohöl. Ja, ist ja meine Herren. Habe ich genug hier für den Schredder? Schredder gut. So. So. Dann gib mal her. Nee, das machen wir gleich hoch. Pippeline. Ja. Da hinten sind auch noch so Freunde. So. Flop. Leicht zu kurz. Sadale. Nee, ja. Ja. So. 5 Jahre später. Nein, hör auf. Immer noch falsch herum. Warum? Gar nicht wahr. This is not the truth. Warum tun die das? Aber im Gebäude falsch rum platzieren bin ich übrigens ganz groß, ne? Das, weiß nicht genau, woher ich das hab. Ob das irgendwie eine Naturbegabung ist. Aber ich kann's. Gebäude falsch rum platzieren ist eine große Stärke von mir. Weißt du was? Vielleicht müssen wir auf die andere Seite auch noch Raffinerien setzen. Oder vielleicht machen wir das noch. Deswegen setzen wir die hier dann mal so rum, dass das dann auch schöner aussehen würde. Habe ich genug Platz dahin? Ah, da kommt schon das Meer. Aber dass du das so schnell siehst, dass das falsch rum ist, das macht dich ein bisschen gruselig. Ich könnte es natürlich auch zum Schredder da hinten hinlaufen lassen, ne? Naja. Tada. Fusionator. Schwupp. Logistik. So. Und dann. Wie viel kommt denn da eigentlich raus? 30 pro Minute. Gerade sagen, jetzt läuft er da durch den. Oh, hä? Hä? Hä?
durch den Strommast. So, weg damit. Ist hier schon Strom dran? Hast du Strom? Kein Strom. Warum auch Strom? Warum habe ich eigentlich noch dieses siebenpolige Ding noch nicht? So. Gut. Jetzt klemmen wir hier den Treibstoff ran. Hier geht der Treibstoff dann wieder raus. Das macht Sinn. Ist alles ein bisschen schräg geworden. So. Strom. So, Treibstoff. Habe ich das jetzt immer noch falsch rum? Hör mir auf. Also das hier ist auf jeden Fall falsch rum. Ich gehe mich jetzt ertrinken. Kann man ertrinken? Na gut, dann nicht. Ich hätte es aber verdient. Ich habe die doch vorhin extra nochmal umgesetzt. Ist ja alles völlig falsch. Geh mal weg. So. Wenn ich das jetzt wieder falsch mache, weiß ich nicht. Gehe ich ins Kloster oder... Weiß ich gar nicht. Was wäre da eine angemessene Strafe für? So. Flop. So. Na guck. Soll noch Zeichen und Wunder geben. Der alte Mann hat es doch noch richtig gesetzt. So, einmal. Zweimal. Komm mit. Nicht, dass das hier ineinander läuft. Das wäre ja der Super-GAU. So. Zack. Und... Ich bitte dich. Wie das jetzt schon wieder aussieht. So. Jetzt haben wir es doch, oder? Jetzt müssen wir es nur noch anschalten. Treibstoff, danke sehr. So. 5 Stück. Gucken wir mal. 40 pro Minute. Wie viel verbrauchst du? 'Das kleine Stückchen hier, das würde er ja wohl schaffen.
6,67. Es fällt mir manchmal so schwer, diese 0,67 Generatoren zu bauen. Also richtig pralle ist das hier nicht. Eigentlich müsste ich das fast irgendwie noch tiefer setzen, ne? Ach, das ist doch doof. Ein großes Dislike an das Zeug hier. So. End again. Okay. Das ist jetzt bestimmt nicht mehr so hübsch wie vorher. Aber es läuft nicht ins Förderband. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das ist das Einzige, was zählt. So. Der läuft immer noch, ist auch gut. Ist ein Perpetuum Mobile. Pro Minute. Jetzt haben wir 80 pro Minute. Was hast du gesagt? 6? 6 mal 12, 72. Mann. So, ja. So, dann schießen wir uns nochmal schnell nach Hause und bauen die Generatoren hier auf. Und Cap. Ja, genau. Genau, das ist der Plan. Habe ich nicht. Habe ich doch 5, ne? Ja. Cap. Heute bei der Batterieproduktion saß ich echt so mit so einem Word-Dokument da, habe so ein bisschen rumgerechnet. Ja, was brauche ich, um das hier auf 200 irgendwie zu übertakten? Wie viel Wasser brauche ich? Das hat schon Spaß gemacht. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich mit den 7 gehe. Weil, auch wenn ich das heute wahrscheinlich nicht mache, denke ich, dass wir... da ist ja noch eine Menge Öl übrig. Wir verbrauchen ja überhaupt nicht alles. Das wäre da was... Ich glaube, 2... Wie viel war das? Wie viel Rohöl verbraucht 1? 40 pro Minute? Das heißt, dass wir da insgesamt 6 bauen könnten. Ja, verrat mal. Ich bin an allen Tricks interessiert. Ach, jetzt ist das wieder sowas, was ich nicht sehen kann. Ich brauche einen Mod. Chat-Einstellung. Ich möchte gerne URLs freigeben. Mann, das ist aber auch... The Walking Pen ist leider gerade im Minecraft-Fieber. Deswegen muss ich das jetzt mal hier kurz angucken. Gesperrte Chatter, nein. Links blockieren. So. Muss ich da noch speichern irgendwo? So, kannst du den Link nochmal reinposten? Jetzt müsste er zu sehen sein. Was wollte ich jetzt eigentlich?
Nee, ist immer noch nicht. Muss ich den noch entsperren? Nee, so nicht. Stream. Moderation. Links blockieren. Ist ausgestellt. Muss ich dann den Stream nochmal starten oder was? Ich muss das später The Walking Pen nochmal vorwerfen, dass die sich darum kümmert. Jetzt gerade kriege ich es nicht. Was wollte ich denn eigentlich? Sag mal. Achso ja, Treibstoffgenerator. Schwupp, einmal aufs Dach bitte. Zack. Wie man das so ausgespuckt wird. Wie? Falsches Dings. So. Und hopp. So. Dann haben wir da alles. Ach du meine Herren. Warum kriege ich denn jetzt schon wieder E-Mails? So. Nee, warte mal. Ach, Quatsch! Ich muss doch hier rein. Wie bist du eigentlich mit diesem Fluggerät hier zurechtgekommen? Warst du damit zufrieden oder eher so, geht so? Ich muss mich nämlich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber dann fand ich es ganz, ganz gut. Zack! Fump! Ich weiß ja nicht, was bei dir am Ende heißt. Also, man kann hier so viel Zeit reinstecken. Und trotz meiner Bemühungen des Anfangs, alles so schön symmetrisch zu machen, bin ich von der Route ein bisschen abgekommen. Ich muss es ganz ehrlich gestehen. Jetzt gerade geht es ein bisschen darum, einfach weiterzukommen. Ach so, okay, ja. Das sehe ich ehrlich gesagt auch auf mich zukommen, dass die letzte Phase dann einfach so ein Abwarten ist. So. War das wieder ein Weihnachtslied, was ich gerade von mir gegeben habe? So, dann haben wir hier unsere 7 Kraftwerke aufgebaut. Dieses Kraftwerk wollte in seiner Jugend immer Raumschiff werden. Ah, guck mal. Da eröffnet sich doch gleich ein Ventil. Jetzt werden wir gleich wahrscheinlich nicht genügend Anschlüsse haben, aber dafür sorgen wir dann. Im letzten Spiel hatte ich einen Bahnhof, also mehrere Bahnhöfe, Elektrolokomotive und da hatte ich echt Spaß dran, aber da habe ich, glaube ich, auch die Bahnstrecke 6. Na Quatsch, so 3-4 Stunden habe ich diese doofe Bahnstrecke gebaut. Da war ein ganzer Morgen nur Bahnstrecke bauen. Also das fand ich irgendwie, das mache ich nicht normal, glaube ich. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja. Da. Gut, das sieht aber hässlich aus. Das sieht aber hässlich aus. Gut, stellen wir uns der Tatsache. Ja, das darfst du sagen. Es ist furchtbar, aber... Stellen wir uns der Tatsache, wir werden wahrscheinlich kaum mehr hierher kommen, oder?
So, haben wir alles angeschlossen oder fehlt noch eins? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Und sieben. Da faucht es schon wieder. Bei dir waren die Förderbänder dann auch nicht mehr symmetrisch, oder? Also das kriege ich... Also wenn das Ziel... Wenn ich das Ziel mehr verfolgt hätte, das symmetrisch zu machen, hätte ich kein Gebäude bauen dürfen. Hätte ich diese große Produktionshalle nicht machen dürfen. So, ich glaube, jetzt haben wir alles angeschlossen. So, was hattest du gesagt? Irgendwie so 66 oder so hattest du gesagt, ne? So, hier. Ja. Okay. So. Vielen Dank. Jetzt haben wir... Ah! Weiche von mir! Böser Geist! Sag mal, habe ich es nicht am Anfang geschafft, hier ordentlich rüber zu springen? Sind das eigentlich normale hier oder auch reine? Das sind normale. Ist ja gut, dass wir das da hinten entdeckt haben, aber das sieht auch ziemlich abgefahren aus. So, kann ich da hochfliegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Was mache ich denn hier? Schan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 
kotzen. Ja, siehst du? Das nennt man dann generationsübergreifendes Zocken. Nein. Oh. Heute ist ein trauriger Tag für meinen Schweberucksack. Diesen Weg hätte ich mir sparen können. Aus dem Weg, du Pilz! So, rein hier. Fump. Mann, wie lange tragen wir denn noch diese ekligen Mützen? Das ist warm da drunter. Auf nach Abu Dhabi. Und fump. Aber irgendwie dachte ich gerade, ich bin falsch abgebogen. Wo geht's da denn nochmal hin? Zum Schwefelberg, glaube ich. Hättest du mich jünger geschätzt, das wäre äußerst charmant. Obwohl, wollen Männer jünger wirken? Oder wollen wir eher wie die weisen, alten Silberrücken sein? La 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 la. Scheiße. Müssen wir erstmal kurz warten. Hier müssen wir doch eine wahnsinnige Überproduktion haben von den Dingern hier. Huh. Wie schaut's denn hier eigentlich aus? Das ist ehrlich gesagt für später geplant, wenn ich mehr Drohnenlandeplätze habe. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehabt hast, wenn ich das jetzt hier reinleite, verschwinden die Batterien einfach. Die tauchen hier nicht auf, die verschwinden einfach. Ich weiß nicht, ob er die dann hier reinlädt in die Drohne, direkt. Ich kann ja nicht nachgucken, aber das fand ich ein bisschen gruselig. Habe ich gedacht, nee, bevor das alles verschwunden ist. Oh, hier. Hallo. Um die 25, ja, damit kann ich leben. 25, da war ich noch in meiner körperlichen Blüte. Jetzt tut ja alles weh. Knie kaputt, Rücken kaputt. Wie er sich anstrengt, dass er hier gut landet. Hast du fein gemacht. So, was wollte ich? Ach ja. Hier, apropos Aluschrott, ne? Aluschrott. Wo geht denn der jetzt eigentlich hin? Ich habe ja, glaube ich, die Produktion auf die Hälfte gedrosselt. Kann das sein? Ja. Kommt immer noch 180 pro Minute raus. Und 90 benutzen wir nur. Ach du Schande, wo geht denn das alles hin? Der Container da muss völlig überfüllt sein. Nö, geht eigentlich. So. Fangen wir schon mal hier zu dengeln an. 3, 2, 1 und da. Wie viel brauche ich noch? Also mit 101 fahre ich auf jeden Fall erstmal gut für den Meilenstein. Ja, mehr Alubahnen wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, ne? Ich könnte dann ja, wenn ich irgendwo Kupfer herbekäme, ja diese Allklatt-Aluminiumplatten automatisieren. Ding, 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 ding. Hey! Oh, weißt du, was ich auch machen könnte? Ich könnte einfach die Produktion von diesen Aluminiumgehäusen runterfahren. Das wäre eigentlich sogar einfacher, weil ich glaube, davon brauche ich momentan 40 pro Minute. So. Oder? 40 pro Minute? Ja.
So. Das reicht immer noch nicht aus, ne? Auch wenn ich hier auf 40 gehe. Ne. Na gut. Habe ich denn genug... Jetzt muss ich mal... Wie viel Quarz habe ich denn eigentlich? Ist das eine... Was ist das für eine Mine da hinten? Da habe ich jetzt keine Hypertube hin. Wir haben hier ein Dreierförderband, aber das ist, glaube ich, irgendwo... Hier ist ein Zweierförderband. Ich dachte, es wäre ein Dreier. Kommen da nur 60 pro Minute rüber? Ja, ein Zug weiß ich nicht. Ein Zug verbraucht so viel Strom. Gehen wir mal davon aus, hier kommen 60, also 60 pro Minute kommen auf jeden Fall, ja? Und wie viel schmeißt der hier raus? 83,5. Kommen wir auf 123,5, ja? Ne, was habe ich gesagt? 60? 143? Und wie viel verbrauchst du? 75. Warum übertakten wir das Ding hier nicht? Flop. Problem erkannt, Problem gebannt. 100 Megawatt nur. 180 pro Minute ist, glaube ich, auch genau das, was hier hergestellt wird. 180, ja. Yippididu. So, dann wird sich ja hier langsam so ein bisschen was an Alubahn ansammeln. Würde ich mal behaupten. Irgendwann. In einem schöneren Land. 90 pro Minute und du machst 120 pro Minute. Müsste ja eigentlich irgendwann anfangen zu stocken. Achso, der muss hier erstmal volllaufen. Ah, guck, guck, guck. Koki, guck. So gefällt mir das. So, jetzt machen wir mal den Meilenstein Logistik fertig. Hier? Irgendwo? Da. Ah, daneben. Fump. So. Und dann gucken wir mal, was da als nächstes anliegt. Warum gehe ich denn jetzt hier so komisch runter? Habe ich keinen Bock mehr auf die Hypertubes? So. Wäre ich mit 25 immer noch älter als du? Ich bin ein alter Sack, ey. Phew! Milestone reached. Improved conveyor belts and lifts. Ich habe ihn weggeschossen. Ich habe ihn weggeschossen. Was habe ich da reingeladen, dass der jetzt plötzlich hier wegexplodiert ist? Ach du Schande. Ach so, das Gewehr könnte ich übrigens wieder weglegen. Das war jetzt ganz pralle nicht, ne? So. Der nächste Meilenstein wäre was? Oh, der explodiert's. Wieso kommt er denn jetzt wieder? Was passiert hier? Ich hab den doch gerade weggeschossen. Hä? This is a little strange. My friend. This is really a little strange. Was brauche ich denn hier? Gasfilter? Turbodraht? Aluminiumgehäuse.
Jetzt habe ich die alle rausgenommen. Okay, Alugehäuse müssen wir uns holen. Auf nach Abu Dhabi. So. Aufwärts. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Dem Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Ich weiß nicht, ob das hier so eine Art kommunistisches Regime ist und ich bin der einzige Bewohner. Ich bin sozusagen dann Kommunist und Proletariat in einem. Kann das sein? Wieso wird das hier eigentlich nicht voll? Ach so, es stockt doch. Ich wollte gerade sagen, es müsste doch irgendwie hier mal anfangen zu stocken. So. Ah, da liegt der ganze Kram. Ich bin Kapital, Proletariat und Kommunist in einem. So. Obwohl das, was wir hier gebaut haben, das wäre ja das Kapital. Aber ich sollte mich jetzt bildungspolitisch nicht aus dem Fenster lehnen, merke ich gerade. So, hier hinten kommt der Turbodraht irgendwo rangefahren. Den stecken wir uns auch mal in die Tasche. Ist ja nur 500. So, danke sehr. Kannst wieder ein bisschen nachrücken. Kannst es dir wieder kuschelig machen. So. Okay. Funktioniert das jetzt nochmal? Dass ich den da so schnell hochschieße? Milestone reached. With the new hazmat suit and iodine-infused filters, you will be protected against uranium-based radiation. So, was brauchen wir jetzt? Atomkraft, nein, danke. Quellenkompressor-Kühlsystem. Warum ist denn das eigentlich eine verbesserte Aluminiumproduktion? Ich sehe jetzt nicht, dass da was besser ist. Wir kriegen dann die Stickstoffquellen noch dazu. Scanner-Aktualisierung. Rohöl? Wir können doch schon nach Rohöl scannen, oder bin ich jetzt... Quellenextraktor, Quellenkompressor. Ich verstehe noch nicht, was das alles soll. Kupferpulver. Also mir fehlt momentan so ein bisschen die Vision, wie es jetzt überhaupt weitergehen soll. Ich glaube, ich muss mir jetzt erstmal ein paar Gedanken hier machen, wie das Spiel weitergehen soll. Was ist denn jetzt überhaupt noch? Jetzt wäre wieder die ganze Kiste in die Endproduktion zu führen. Da ruckelt die Drohne oder was ist das denn da hinten gewesen? Also von der Animation hier oben im Kompass? Ja, Supercomputer. Ich überlege gerade, ob ich das Spiel einmal kurz wechsle.
Und jetzt gerade habe ich eigentlich so das erreicht, was ich so heute erreichen wollte. Und jetzt, mir fehlt so ein klein bisschen gerade die zündende Idee, wo es jetzt weiter hinlaufen soll. Ich meine, klar, so Atomkraft, da könnte man jetzt langsam so sich hinarbeiten. Aber habe ich da Bock drauf? Ich bin doch eigentlich ein Atomkraftgegner. Ich war doch immer dagegen und nie dafür. Also ganz gemütlich könnten wir jetzt im Grunde genommen noch dieses Kartenspiel da. Tight Fights in Close Spaces. Close Fights in Tight Spaces. Ja, das mit dem Recyceln habe ich schon gesehen. Beim letzten Mal habe ich aufgehört beim Atomkraftwerk, weil das, da dachte ich, oh cool, jetzt baue ich mir noch schnell das Atomkraftwerk und dann habe ich erst gesehen, was man dafür alles braucht. Fixit kann aber eigentlich schon ziemlich zufrieden sein mit dem ganzen Kram, den ich da hochgesendet habe. Da kommt die Drohne wieder. Gucken, wie sie diesmal fliegt. Da! Bei der Entfernung macht sie nur ein paar Frames. Aber immerhin sieht man sie überhaupt. Das rechne ich den Programmierern hoch an. Oh, man hört sie sogar. Ach nee, das ist... ey, was ist hier denn los? Wieso... Das Teil kriegt jetzt auch nur noch ein paar Frames. Düpp, 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 düpp. Ja, ich glaube, ich habe jetzt Lust, noch mal ein bisschen... das andere Spiel zu spielen. Wenn du Lust hast, klar, guck noch mal zu. Aber wahrscheinlich ist es nicht... Ah, das ist vielleicht nicht... Kein unbedingtes... Ach, ich weiß es nicht. Wenn du Lust hast, bleib dran. Ich wechsle jetzt mal kurz das Spiel. Und freue mich auf jeden Fall, dass du heute dabei gewesen bist. Dass du den Chat so unterhaltsam gestaltet hast. Dass du mir wieder ein bisschen weitergeholfen hast. Und ja, ich überlege mir mal, was hier aus unserer großen Basisproduktion wird. Meine großen Visionen mit der großen Halle, der Stromversorgung und den Hypertubes und den Drohnen, das habe ich ja im Grunde genommen jetzt umgesetzt. Na, gucken wir mal. Erstmal, falls du nicht mehr da bist, tschiku, einen wunderschönen Abend dir und vielleicht sehen wir uns ja gleich nochmal wieder. Ich bin gleich wieder da.